In diesem Video wollen wir uns ein paar wichtige Eigenschaften von Potenzen anschauen, nämlich das Zusammenspiel zwischen Potenzen und Wurzeln. Und das wollen wir machen anhand besonders einfacher Potenzen, nämlich anhand der Zehnerpotenzen. Vorweg die Botschaft: Die Wurzel ist die Gegenoperation zur Potenz. Hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber kann man mit Beispielen schnell anschaulich machen. Dann ist nämlich die Potenz, also die Wurzel ist für die Potenz das, was die Subtraktion für die Addition ist. Oder das Teilen für das Mal nehmen. Machen wir ein Beispiel. Addition. 5 plus 3 ist 8. Die Operation heißt hier plus 3. So, und 8 minus 3 ist dann wieder 5. Die Gegenoperation zu plus 3 ist minus 3. Wenn die plus 3 aus der 5 die 8 macht, dann macht die minus 3 aus der 8 wieder die 5. Operation und Gegenoperation. Und genau das Gleiche ist beim Malnehmen der Fall. 5 mal 3 ist 15 und 15 geteilt durch 3 ist 5. So, und genauso spielt sich das mit den Potenzen ab. Zum Beispiel 2 hoch 3 ist 8 und die dritte Wurzel von 8 ist dann wieder 2. Das ist die ganze Geschichte und die spielen wir jetzt anhand von ein paar Beispielen durch. Zehnerpotenzen: 10 hoch 2 ist 100. So, die Wurzel von 100 ist dann wieder 10. Statt der Wurzel kann ich auch schreiben 100 hoch 1/2. Das ist beides völlig gleichwertig. Oder 10 hoch 3 ist 1000. Dann ist die dritte Wurzel von 1000 wieder 10. Oder auch 1000 hoch ein Drittel ist gleich 10. Das mit dem 1000 hoch ein Drittel wollen wir uns mal nochmal separat klar machen. Wir haben doch ganz am Anfang der Potenzenreihe diese Formel gelernt, a hoch n, also a hoch irgendwas, und das jetzt hoch m ist gleich a hoch n mal m. So, jetzt machen wir das mal mit diesem 1000 hoch ein Drittel. 1000 hoch ein Drittel und das jetzt hoch 3 ist 1000 hoch ein Drittel mal 3 und das ist einfach wieder 1000. Aber wir wissen doch, und zwar weißt du das doch schon ganz lange, dass 10 hoch 3 eben auch 1000 ist. Ja? Also ist das 1000 hoch ein Drittel nichts anderes als 10. Malen wir es hier nochmal hin. 1000 hoch ein Drittel und das Ganze hoch 3 gibt 1000. Das ist klar aufgrund unseres Gesetzes, dass man diese Exponenten multiplizieren muss. So, und 10 hoch 3 ist doch auch 1000. Folglich muss das, was hier in der Klammer steht, dieses 1000 hoch ein Drittel, gleich 10 sein. Hier noch ein Beispiel. 10.000 ist 10 hoch 4. Also muss 10.000 hoch ein Viertel gleich sein. 10 hoch 4 hoch ein Viertel. Und das ist 10 hoch 4 hoch 4 mal ein Viertel. Und das ist wieder 10. Also haben wir hier auch wieder den Zusammenhang. 10.000 ist 10 hoch 4 und 10.000 hoch ein Viertel ist dann wieder 10. Jetzt schauen wir uns mal kleine Zahlen an. Sowas ist auch eine Zehnerpotenz.
Also alle diese Zahlen mit einer 1 sind Zehnerpotenzen, aber solche mit negativen Exponenten. Das ist nämlich gleich, Moment, ich lasse hier noch einen Platz, das ist 10 hoch minus 2. So, das Komma ist zwei Stellen hierher gerutscht. Und du kennst von früher, bevor du Potenzen kennengelernt hast, auch noch das. 0,01 ist ein Hundertstel. Und ein Hundertstel ist 1 durch 10 hoch 2. Und es ist 10 hoch minus 2. Und es ist abgesehen davon, um es noch vollends kompliziert zu machen, 1%. Ein Hundertstel ist ja 1%. So, machen wir es für die 4, für die 10 hoch 4. 0,0,0,1. Jetzt ist das Komma 4 Stellen hier gerutscht. Und das ist ein Zehntausendstel. Das weißt du auch noch von früher. Und das ist 1 durch 10 hoch 4. Und das ist nach unserer neuen Potenzschreibweise 10 hoch minus 4. Und jetzt kannst du von sowas auch leicht die Wurzel ziehen. Wurzel aus 0,0001. Die Wurzel ziehst du nämlich am einfachsten, indem du dir klar machst, was für eine Zehnerpotenz das ist. Und das ist einfach Wurzel aus 10 hoch minus 4. Und das ist 10 hoch minus 4. So, und jetzt ist das hoch ein halb. Und minus 4 mal ein halb ist minus 2, ist gleich 10 hoch minus 2. Und vielleicht wusstest du von früher auch noch, dass die Wurzel aus 0,0001 gleich 0,01 ist. Und damit hat sich doch der Kreis wieder geschlossen. So, das war jetzt beileibe kein Lehrvideo, sondern einfach ein paar Skizzen zum Thema Wurzel und Potenz. Wir haben an einigen Beispielen, einfachen Beispielen, weil wir Zehnerpotenzen genommen haben, die Botschaft verifiziert, dass die Wurzel eine Gegenoperation zur Potenz ist, genauso wie die Subtraktion Gegenoperation zur Addition ist und das Teilen für das Malrechnen.